warum? Ach man. So. Und mal hier und mal da und mal hier oben. So. Nochmal korrigieren. Alles sitzt, alles. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go mit einer etwas anderen Folge heute auf meinem Kanal. Ihr werdet heute keine Spielinhalte sehen, keine Infos zu Pokémon Go. Aber Ramses, wieso machst du dann überhaupt so eine komische Sendung? Ich habe Fanpost bekommen, schon etwas länger. Hier seht ihr die Adresse, ne? Oder auch nicht, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall diesen Brief bekommen vom Laiko. Den Laiko kennt ihr vielleicht, Laiko's the Head, ne? Aus dem Kommentarbereich oder bei den Streams ist er sehr oft vertreten. Nicht nur beim Pokémon-Kanal, nicht nur beim Ramses der Dicke-Kanal, sondern auch beim NHR-Battle-Kanal. Und der hat mir ja mal ein schönes Hintergrundbild gemalt oder angefertigt, wo ich mit Raupi zu sehen war. Da hat er ja gefragt, was ist eigentlich dein Lieblings-Pokémon? Spontan habe ich so gesagt, Raupi. Er hat dann so ein Bild angefertigt, wo so ein riesengroßes, fettes Raupi ist und ich lieg da so drin in den Armen von Raupi. Und aus Spaß habe ich dann in einem Stream mal gesagt, du kannst ja auch mal ein Bild mit Potrot machen. Und dann hat er wirklich ein Bild gezeichnet, gemalt, hat das dann eingescannt, hat mir das geschickt. Ich habe das dann immer als Hintergrund jetzt genommen, weil ich das so cool fand. Und weil das eine richtige Zeichnung ist, hat er gesagt, schickt er mir das auf jeden Fall zu. Das ist jetzt hier drin. Das wollen wir jetzt mal auspacken, das möchte ich euch mal zeigen und dann gibt es eine kleine Aktion, einen kleinen Aufruf auch, denn ich möchte euch wieder mal mit einbinden und dem Laiko ein bisschen Arbeit machen, denn dann seid ihr gefragt, was es in Zukunft vielleicht geben soll oder an was der sich mal rantrauen soll, beziehungsweise was wollt ihr sehen und oder was sind eure Lieblings-Pokémon, die ihr mal malen könntet zusammen mit mir. Zieh das mal hier raus. Oh mein Gott, das ist ja sogar ein A3-Blatt. Hätte ich nicht gedacht, das ist größer als gedacht. Oh. Und hier hat er noch lauter andere Sachen drauf gemalt. Das ist ja cool. Ist das überhaupt A3? Nein, das ist nicht A3. Es sind nur zwei Blätter, deswegen habe ich mich vertan. Aber guckt euch mal das an. Hier habt ihr also das Bild, was er gemalt hat. Der Ramses hier mit einem Potrot. Hier sind lauter Herzchen drumherum. Ihr seht hier mein komisches Gesicht. Das Potrot, wie es mir um den Hals hängt und mich schmust und knuddelt. Das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Hier unten auch der Schriftzug. Laiko the Head. Ne? Das glänzt auch. Das sieht man bestimmt jetzt nicht auf der Kamera so. Aber die Herzen, die glänzen auch so. Sind richtig cool gemacht. Also richtig heftig, richtig genial. Ich feiere das so. Sehr coole Sache. Und hier hat er noch ein paar Sachen drauf. Und weil wir noch Platz haben, können wir noch die Kleinen hier einfügen. Da ist hier oben also, wie gesagt, die Adresse drauf gewesen. Die knicke ich jetzt mal um. Und dann hat er hier noch ein paar andere Sachen hingemalt auf dieses Blatt. Hier seht ihr noch das Männchen, was sagt, weil wir Platz haben, können wir noch die Kleinen einfügen. Dann habt ihr hier nochmal ein Potrot, was gemalt ist. Ein Glumanda, ein Raupi. Richtig genial. Ja, liebe Grüße, Laiko. Also, das sieht doch richtig toll aus, oder? Was sagt ihr? Ich zeige es euch jetzt nochmal hier von meiner Seite aus. Muss ich mal hier was drüber legen. Vielleicht sieht man es dann besser, dass das glänzt oder auch nicht. Hier also das Bild nochmal mit dem Potrot um den Hals, mit der Schrift dabei, Laiko the Head. Halten es mal gegen das Licht hier, ja, das strahlt etwas, das glänzt, genau, glänzen, ich hab's nicht gerafft, wie das heißt, glänzen heißt es natürlich, guckt euch doch das kleine süße Potrot an und hier die anderen Bildchen dazu, hier nochmal auch Potrot dabei, Glumanda, Raupi, das sieht doch richtig nice aus. Jetzt seid ihr gefragt, ich habe das ja mit ihm schon abgesprochen, habe gesagt, gut, dann packe ich das aus für ein Video extra und starte mal den Aufruf. Wir haben Raupi und Ramses gehabt, wir haben jetzt Potrot und Ramses. Was wollt ihr noch sehen? Was könnte der feine Herr denn mal zeichnen mit mir zusammen und kreativ sich ausleben? Momentan immer noch in der Corona-Krise, ihr wisst Bescheid. Ab Freitag ist ja angeblich jetzt auch
Mundschutzpflicht beim Einkaufen und überall. Da werdet ihr auch wieder tüchtig abgezockt. Zieht euch einfach das T-Shirt über den Kopf und lauft so rein, bauchfrei. Das ist mein Lifehack dazu. Aber was für ein Pokémon wollt ihr denn sehen? Was könnte der Laiko noch malen? Mit mir zusammen auf dem Bild? Oder was ist einfach euer Lieblings-Pokémon? Ihr könnt einfach euer Lieblings-Pokémon in die Kommentare posten. Wenn da was richtig Cooles dabei ist, was ihn inspiriert, was mich inspiriert, oder wenn da mehrere Nennungen dabei sind, vielleicht gibt es Leute, ihr könnt auch natürlich die Kommentare der anderen liken, wenn ihr das cool findet oder wenn ihr das selbst auch gerne sehen würdet. Schreibt also mal einen Kommentar unten rein, was ihr gerne sehen würdet, und liked das, was ihr cool findet, und mal gucken, der Laiko wird sicherlich dann das umsetzen, probieren zumindest, wie er das macht, wie das aussieht. Aber ich denke mal, so wie das hier aussieht, auch diese kleinen Details, auch hier bei dem T-Shirt hier von dem Typ, wo einfach nur draufsteht, irgendein Aufdruck, ne? Diese kleine Detailverliebtheit, sehr schön. Ich denke mal, er hat da Spaß dran, er macht das auf jeden Fall gerne und richtig cooler Dude. Also wie gesagt, schreibt mal rein, was euer Lieblings-Pokémon ist oder was er mal malen soll, selbst wenn es nicht euer Pokémon, euer Lieblings-Pokémon ist. Wenn euch das interessieren würde, dann gucken wir mal, wann wir da Ergebnisse haben, wann wir da wieder was zeigen können. Im Stream können wir das sicherlich dann auch jedes Mal, wenn was Neues da ist, als Hintergrundbild einblenden und mal präsentieren. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ich hoffe, da machen wir ein paar mit und schreiben ein bisschen was rein. Das war es aber von meiner Seite aus. Grüße gehen raus an Like und the Head. Nochmal herzliches Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wieder Peace out. Vorhaut, euer Ramses.